Servus, grüß euch. In unserem heutigen Video geht es darum, für euren iMovie-Film eigene Titel einzufügen und ein eigenes Titellayout festzulegen. Ihr habt ja bei iMovie eine große Auswahl an Titeln, die ihr nehmen könnt und eurem Video hinzufügen könnt. Wenn es jetzt aber der Fall ist, dass ihr einfach selber die Animation gestalten wollt, dann genutzt ihr am besten Keynote. Keynote bietet die Möglichkeit, einen entsprechenden grünen Hintergrund für einen Greenscreen zu hinterlegen. Jetzt einfach einen Text auswählen, der euren Videoabschnitt oder Video bekommen soll. Den Text entsprechend zu formatieren mit der Schriftart, der Schriftgröße. Ob ihr Fettdruck wollt, ob ihr eine Schattierung wollt, welche Funktion auch immer. Nebendran findet ihr oben die Möglichkeit, dem Titel eine entsprechende Animation hinzuzufügen. In unserem Fall definieren wir eine Aufbauanimation, die gleichzeitig noch die Möglichkeit einer Vorschau nebenan bietet und können dann die entsprechende Länge noch definieren und haben dann auch sozusagen die Möglichkeit, eine Abbauanimation zu definieren. Das heißt, der Text wird einfach weich gezeichnet. Auch dafür könnt ihr die Durchlaufzeit definieren. Jetzt geht ihr bei Ablage exportieren auf den Begriff Film. Wählt die entsprechende Folie aus oder den entsprechenden Slide. Ihr könnt definieren, wie lange das noch nachlaufen soll, wann die nächste Animation folgen soll. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr das Bildformat auf 1920x1080 einstellt und Apple ProRes 444 auswählt. Damit ist der geringste Datenverlust gegeben und die Files sind zwar ziemlich groß, aber dafür habt ihr eine wirklich perfekte Darstellung eures entsprechenden Titels. Jetzt wird euer Filmelement, also der Slide, wird exportiert, das heißt, unsere Animation zum Titel wird exportiert. Wir gehen jetzt wieder in iMovie, können dann ganz einfach aus dem Finder per Drag and Drop unseren Titel exportieren oder herausziehen und auf die entsprechende Stelle schieben. Ihr seht jetzt gleich, noch ist der Hintergrund komplett grün. Und da gehen wir oberhalb des Bilds in das Dropdown-Menü und gehen auf Green Screen. Jetzt könnt ihr direkt erkennen, wenn wir unseren Film starten, dass unser neuer Titel, den wir selber designt haben, mit dem entsprechenden Aufbau im Bild eingeblendet wird und natürlich auch mit Weichzeichnen wieder verschwindet. Vielen Dank, Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao.